Und damit hallo und herzlich willkommen bei Rising World. Mitten auf der Großbaustelle Pyramide und Xar zeigt uns hier, wie er sich eine Pyramide vorstellt. Ja, das ist künstlerisch wertvoll. Ja, also Mitarbeiter Xar und der Anubis, der ist da, glaube ich, gar nicht so froh über diese Pyramide hier. Nicht wirklich. Weil dieses Haken hier, das dauert auch gar nicht lange und ist voll spannend. Und ihr Bei mir. seht, ja. Mann, 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 Mann. Nein, nein, Anu, ey, 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 ey. Haben wir dich mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Boah. Na gut. Ja, ihr seht, da ist schon einiges weitergegangen. Also da hat er schon richtig viel Fläche. Warte, mit F2 kann man das mal richtig schön herzeigen. Du machst das kleiner, haben wir gesagt, oder? Weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken. Also so wie es jetzt ist, kann man es mit den maximalen Einstellungen, sieht man beide Enden. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man dann das andere Ende sieht, weil das ist ja noch nicht fertig. Aber zumindest eine Länge sieht man in maximaler Einstellung, sieht man. Zwar so einer ziemlichen Höhe, aber man sieht. Sind schon ordentliche Ausmaße, würde ich sagen. Aber Xaver, wenn du rumüben willst, das ist hier noch viel zum Begradigen. Ne, ich glaube, ich schlag mich wieder durch meinen Tunnel. Es ist ja fürchterlich. Also Chris, viel Spaß! Genau. Ja, danke. Will der Harke mit dir sein? Brauchst du einen Ersatzhake? Nee, nee, meine ist gut. Meine ist sogar sehr gut. Danke. Die ist schon geübt, gell? Ja, die weiß genau, was zu tun ist. Okay. Na, immerhin. Dann könntest du ihr doch auch noch den letzten Schritt beibringen und sie soll Allein, alleine haken. alleine machen lassen. Ja, nee, Genau. ist klar. Werd's ihr vorschlagen. Bitte, die Antwort möchte ich dann hören. Und wisst ihr was? Weil der Chris jetzt so fleißig ist, ich glaube, ja, doch. Ach ja, ich habe jetzt Bock drauf. Oder nein, zuerst verbindet man Xar und dann verbindet man Anubis. Naja, also da ich eh so ein teilweise Richtung Anubis buddel, könnte man auch Anubis durch den Tunnel verwenden. Der geheime Zugang über die Grabkammer von unten. Das wäre natürlich cool, ja. Das wäre ein zweiter Weg. So. Ja, ich hätte mich vorher doch nochmal ausloggen sollen. Ich kann schon wieder kein Metall mehr einlegen in meine Forge. Ach ja, so schnell kann's gehen. Ja. Schauen wir mal, ob ich kann, aber ich glaube nicht, weil zeigt es mir nicht an. Nein. Na gut, muss ich nach der Folge dann machen. Wenn ich jetzt Weg bauen will, ich nehme mal kurz die Abkürzung da durchs Haus. Ups, das war zu hoch. Also das mit dem Fliegen ist gar nicht so leicht steuerbar. Uah. Braucht man F2. doch noch nicht so schnell sein. Ja, ich bin jetzt irgendwie gerade durchs Haus gerauscht. Also einmal so nach oben durchs Dach durch. So, die Minenteile legen wir mal weg. Und ich brauche jetzt die Wegteile. Die wären hier. Oh, da haben wir noch voll viele. Gut, ich glaube, ich muss mal die bauen. Hinunter gehe ich jetzt dann doch lieber. Sonst bin ich gleich wieder im Keller irgendwo. So, die Ja, Steine. ich parke jetzt erstmal in Ruhe hier meinen Bauplatz gerade. Ja, das könnte ein bisschen dauern. Bist du Aber nur so damit ein fertig ganz kleines bist? bisschen. Ja, also ich hoffe, nach der nächsten Folge ist er dann fertig, oder? Ja, natürlich, klar, bin ich durch. Das geht ja alles ganz schnell hier. Ja, eben, also ein bisschen mehr Einsatz. Wenn er mit dem Messer hinter mir steht, sagt's was. Ja, ich bin leider nicht mehr. Nee, ich muss dann das Ergebnis begutachten. Sehr nett von dir.
Ah, nee, nicht das. Das brauche ich, glaube ich, oder? Ja, genau, das Teil. Mist. Oh, ich muss nachher nur schauen, ob ich überhaupt noch Lampen bauen kann für die Wege. Obwohl, ja, ich habe ja viel Eisen nachgemacht. So, Xar, du hast deinen Weg auch irgendwie gekennzeichnet mit Fackeln, gell? Nö. Ach, wisst was? Ich schau einfach, wo der Xar ist. So. Xars also, Abgang. Ich Ach, da ist er. Ich sehe ihn schon. Passt schon. Na gut. Ich habe dein Loch schon gefunden. Das ist ja nichts Einfacheres, als dein Loch da anzubinden. Das ist ja voll easy. Behaupte ich jetzt einmal. Mhm. Ja, aber du hast sogar... Ja, hast schön gemacht. So, dann müssen wir als erstes mal das Gras entsorgen. Also entsorgen wir mal Gras. Ja, die Erdbeeren hole ich mir nachher. Ich hätte doch nicht mit so vollem Inventar daher gehen sollen. Aber ist okay. So. Installieren nochmal. Bitte? Installieren. Also mit dem Größerschieben von Glas zum Beispiel. War Shift oder war Steuerung Pfeiltasten? Probier mal die Shift und Pfeiltasten. Ja, Shift funktioniert. Genau. Sehr schön. So, da schau, da sieht ja Xars Abgang in die Hülle. In seine Hülle. Also in seine Verbindungshülle. Das ist jetzt nicht die Hülle, die wir schon gesehen haben. Aber keine Sorge, seinen Abgang werdet ihr auch noch sehen. Irgendwann. Oh Mann. Ja, die zwei mobben sich in den letzten Tagen immer. Ich weiß gar nicht warum. Weil wir uns so gerne haben. Genau. Ja, ja. Das ist wie mit Koya und Helm. Ich bin schon 7 Days geschädigt. Ich drücke jedes Mal Tab, wenn ich ins Inventar habe. Herzlichen das Glückwunsch! Ja, das passiert, sobald man ein paar Spiele zu viel spielt. In Ark geht's mir irgendwie genauso. Ja, ja. Nein, ernsthaft? Ich hatte bei SOTF letztens das Problem. Ich habe dauernd irgendwie die falschen Tasten getroffen. Was ja bei dem Spiel voll toll ist, wenn einem das passiert. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ja, okay. Ich muss da noch mal zum Haus. Anubis? Du klingst so gequält. Was ist los? Nö. Alles gut, alles im grünen Bereich. Bin total happy und glücklich und überhaupt. So, wer ihm das jetzt glaubt, schreibt es bitte als Kommentar rein. Wer es ihm nicht glaubt, darf es natürlich auch gern kommentieren. Nur damit er sieht, dass man ihm nicht glaubt. Oh, ja, so viel zum Thema Gerade ziehen. Mal schauen, welche davon jetzt eine Gerade ist. Glaube ich. Moment. Ich glaube, ich werde in den nächsten Tagen mal irgendwann im Off ein bisschen was machen müssen. Oh, ja, da ist die Gerade. Ja, ihr seht da, das ist Danus Art, eine Gerade zu ziehen. Die ist voll gerade. Das Problem bei mir ist, dass ich momentan sehr mit Vorbereitungen in Ark unterwegs bin. Ja, du bist ja da hyperaktiv. Wie hyperaktiv? Was willst du jetzt damit sagen? Dass du hyperaktiv bist. Nein, also, das... Wie ein Eichhörnchen, was zu viel Kaffee abbekommen hat. Naja, dem fehlt eindeutig das Arbeiten, dem Anubis. Also ich wäre voll dafür, dass der wieder arbeiten gehen darf. Oh oh, ich glaube, meine Idee kommt gerade nicht so gut an. Ich halte mich jeglichen Kommentars. Ich freue mich. Woran erfreust du dich an deiner Baustelle? Und an meiner Hake. Achso, an deiner Hake, ist ja. Ist nicht eine wunderschöne Hake, formvollendet. Ach, wisst ihr was? Ich mache das jetzt anders. Ich krieg sonst nie gerade da rein. So. Also den Weg da haken wir mal ein bisschen gerade. Erwähnt ich schon, dass ich eine Schaufel haben will? Anubis,
Nein, nur die letzten paar Male. Du bist doch so gut im Haken. Wir hätten da ein paar Löcher zum Auffüllen. Magst du machen? Werde gemobbt. Nicht wirklich. Das Ja, kommt ich dir komme nur so gerne vor. bei dir vorbei und hake deinen Garten. Ja, natürlich. Nein, lass den Garten in Ruhe. Finger weg von dem Garten. Sonst könnte es Leichen geben. So, jetzt habe ich. Könnte spannend werden. Genau. So, wie breit ist unser Weg? Das war 4, oder? 1, 2, 3. Nein, nur 3. Okay. Dann passt es ja zu Xars Abgang. Kann ich im Übrigen bei dir mal ein paar Steine klauen? Ja, klar. Weißt du, wo es runtergeht in die Höhle? Da unten stehen 3 Steinkisten, 2 davon sind voll. Nimm da was raus. Nein, Ist das Anubis, noch du hast Leistung? das nicht gehört. Was denn? Genau. Wo ist meine schwarze Gesichtsmaske? Was für eine schwarze Gesichtsmaske? Naja, die Einbrecher immer benutzen. Ach so. Oder Bankräuber. Anubis, ich habe ein gutes Schwert. Ich Ich auch. würde es lassen. Ich kann dich umhauen und dann PvP ausschalten. Oh, ein Xar. Jo. Ja, schau, so einen Mini-Weg hast du schon. Wow, so viel. Ja, voll viel. Aber das kriegen wir die Folge schon noch fertig, denke ich. Da kommt eine Schräge, die muss ich mal eben erst holen, auf die will ich nicht vergessen. Gleich mal was zu essen besorgen. Ja, was zum Essen ist wichtig in dem Spiel, haben wir doch schon mal gesagt, oder? Du erwähntest das bereits schon mal, ja. Ja, ich wusste nicht, dass man das für dich dann ständig erwähnen muss. Nee, alles gut. Ich habe das noch im Hinterkopf. Wo hat denn jetzt Bot? Es bleibt zwar nicht viel bei mir hängen, aber ab und zu bleibt was hängen. Okay. Anzeigefehler. Ich setze eine ganze Reihe und er zeigt sie mir nicht an. Okay. Wie ich die nächste Reihe setze, dann zeigt das mir an. Ich meine, das hatte ich bei der letzten Aufnahme schon mal. Haben wir nur gedacht, okay, einmaliger Fehler. So, da haken wir auch alles weg. Und wie geht's dir da drüben, Manubis? Bist du immer noch Alles gut. fleißig im Haken? Ist schick warm hier. Ich ahle mich gerade in der schönen Sonne hier. Hab ein bisschen Sonnenmilch aufgetragen. Mhm. Also bist du so der Sonnentyp? Ja, ich pflanze mich in die Sonne und bewege mich nicht mehr. Richtig. Oh Mann. Nein, nein, nicht so. Also ich mach das mal ganz gerne. Ja, definitiv. Wer nicht? Ich. Ja, gut. Aber grundsätzlich, also wenn ich Urlaub mache, bin ich mehr der Typ für Städtereisen. So, Würde ja gerne das. wieder nach Ägypten. Welch Wunder. Aber da ist so eine Bombenstimmung momentan. Ja, es ist vielleicht nicht ganz so zu empfehlen. Ja, aber schön ist es da. Und, Ja, also ich habe da einen Bekannten, der ist gleich nach Hause gekommen und also nach Hause kommen. Seitdem hat er eine Operation nach einer anderen. Der hat sich da unten einen wunderbaren Virus eingefangen. Oh, schön. Ja. Geht auch schnell. Wenn man nach Irgend Ägypten fährt, irgendwas mit dem ist das. Darm? Ja, das, wie gesagt, das geht da recht schnell. Ja. Man kann sich aber gegen sämtlichen TÜNEF da impfen lassen. Und man darf auf gar keinen Fall in Ägypten Wasser aus der Leitung trinken. Ja, klar. Never ever. Wasser in Flaschen gibt es da zu kaufen und ist auch nicht teuer. Und ist es zu empfehlen, dass man sich das kauft.
Aber niemals, niemals, niemals Wasser aus der Leitung trinken. Also ich habe es gemacht, Zähne putzen habe ich auch mit Wasser aus Flaschen gemacht und habe mich nur mit dem Wasser dort geduscht, aber ansonsten habe ich das Wasser nicht angerührt. Ja, es ist wohl auch besser so. Und Impfungen sind natürlich auch schwer zu empfehlen, wenn man nach Ägypten fährt. Oh ja. Wieder so ein paar nette Impfungen. Ja, es gibt dort auch ein paar so nette Tiere, die man nicht unbedingt haben will. Ja. Also wie gesagt, also Ägypten zu besuchen ist eine schöne Sache, aber man sollte im Vorfeld mal den Onkel Doktor aufsuchen und seine Impfungen durchgehen. Wenn ich mich recht entsinne, gibt es auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes der deutschen Bundesregierung sogar eine Impfempfehlung, was man alles impfen sollte da. Ja, soll es bei euch geben, das gibt es bei uns auch. Machen sie immer vor der Urlaubssaison Werbung für sowas. Allerdings gibt es halt immer noch die Lernresistenten, die alles besser wissen und ja. Gut, aber die werden dann recht schnell merken, dass das vielleicht doch eine gute Idee gewesen wäre. Ja. Aber du weißt ja, wäre gewesen. Also mich kriegt man nicht in diese Touristenhochburgen da unten. Was ist das? Sharm el-Sheikh oder was ist das? Keine Ahnung. Meine. Da wird man mich nie antreffen. Niemals. Wenn es irgendwann mal wieder ruhiger ist da und man da wieder gefahrlos hinreisen kann, werde ich mich da so Kairo auf der Ecke aufhalten. Pyramiden gucken. Ägyptisches Museum will ich sehen. Ja, klar, also mittlerweile ist der Weg halb fertig. Ui. Ja, nur der Tunnel wird noch ein bisschen dauern, fürchte ich. Ja, du machst es wieder, Chris. Du bist Ende nächster Folge fertig, oder? Ich glaube, das klappt nicht so ganz. Tja. Einer meiner Zuschauer hat mir unter das Video geschrieben, ich solle doch mal so in Zeitraffer immer mal wieder Bilder machen, wie die Pyramide entsteht. Fand die Idee gar nicht doof. Ja, aber sie ist halt ziemlich aufwendig. Ja, ich bin ja immer wieder mal unterwegs und irgendwie sowas überlegt hatte ich mir auch schon, aber ich bin ja immer wieder mal auch in der Luft und mache einen Überblick drüber und ich glaube, ich werde das so auch umsetzen. Dass ich dann irgendwann mal Bilder zusammenschnipsel und dann... Aber wenn du das machst, dann bau dir irgendwo eine Konstruktion, dass du immer die gleiche Stelle nimmst, dann schaut's am besten aus. Weißt du, was ich meine? Einfach so einen Turm bauen, auf den stellst du dich dann dafür drauf. Und den nimmst halt immer. Nimmst dir einen kleinen Sklaven, stellst ihn irgendwo auf einen Stein und lässt dann dein Gewusel auch nehmen. Also sozusagen die Ausländer. Und der kleine Sklave ist Xar? Xar oder wie? Nein. Oh, also ich hätte es ja gar nicht voll so verstanden. Auch. Das war doch ganz eindeutig. Fand ich auch. So, Xar, wie kommst du da jetzt wieder raus? Wo? Achso, keine Ahnung. Muss mir dann noch was einfallen lassen. Besonders die Idee mit dem Sklaven fand ich gut. Ja, das glaube ich dir sofort. Aber, nein. Tja, Chris, dann musst du was anderes einfallen lassen. Und nein, ich habe auch kein Interesse. Ach, ich finde schon jemanden. Oh. Ja, ab und zu sollte man noch was essen. Oh, ja, Meinen Knochenbruch habe ich übrigens immer noch. Du, ich kann den heilen. Das geht schnell. Nein, Finger weg. Ja, tut aber so weh. Als Heilung zählen würde. Spontanheilung, also geht Spontanheilung. Das sind Spontanheilungen. Tut auch nur einmal ganz kurz weh und dann war's das. Ah ja. Ist vorbei, ja, nee, ist klar.
Da habe ich Schrägen gemacht, oder? Ja. Ja, Schrägen. So, ich glaube, wenn das im RL auch klappen würde, hätten die Ärzte teilweise sehr viel Spaß. Und vor allem will jeder dann Arzt werden. Die Ausbildung dazu kann auch nicht besonders schwer sein. Wobei, naja, es geht ja dann darum, schmerzlos zu... Naja, und so weiter. Oh Mann. Wie kommt man mit euch auf solche Themen? Tja. So, da hoch. Ich glaube, solche Menschen nannte man damals im Mittelalter Henker, oder? Ja, irgend sowas. Bin mir nicht ganz sicher, ihr könnt mich korrigieren. Weil auch nicht so unbedingt ja, die schmerzlosen Methoden gewählt hatten. Nein, eigentlich nicht, nein. Seid ihr beide, habt ihr die Sonnenbrille auf? Ich bin unter Tage, mich stört das nicht. Anubis? Mach ruhig, ja, mach ruhig. Ich bin ja, TD 8. So, ich habe mal die Sonne auf die andere Seite verschoben. Dunkler als vorher. Das wird gleich besser. Oh, das schaut jetzt scheiße. Mist ich aus, Moment. Das müssen wir korrigieren. Ja, so ist besser. So, da auch noch. Okay, müssen wir auch noch korrigieren. Nein, ich ignoriere es jetzt, dass ich Hunger habe. Gleich haben wir hier Anubis, du hast Hunger. Mach noch dieses Loch zu. Ich will dieses Loch zu haben. Oh Mann. Dann bin ich wieder ein Stück weit näher meinem Ziel, dieses hübsche Fleckchen Erde gerade zu machen. Oh Gott. Wie groß ist dieses Stückchen? 2x2 mm? Ja, natürlich. Ist ganz kleine Fläche. Nee, ich meine die du jetzt gerade hast. Oh, die war schon ein ordentliches Stück groß. Also. Also bist doch nächste Folge fertig. Na klar, Danu, also. Du redest mit dem Maulwurf, also ich bitte dich. Okay, Chris, wenn du das sagst. Auch ordentlich an der Oberfläche arbeiten kann, ich weiß ja nicht. Da ist was dran. Naja, aber so ein Maulwurf sieht ja nie Tageslicht. Ja, eben. Dumm. Ja, nicht da. Ich glaube, ich mache das so genau. Das ist ein bisschen eben nicht da ein. Und dann machen wir so einen Weg. So. Puh, dann brauchen wir... Was ist denn das? Was ist ein Boss? Auch nix. Chris, ich muss was positiv bemerken. Oh Gott. Ah! Ja. Oh, ah, jetzt wird's aber... Hui! Du hast heute noch keinen Versuch gemacht zu singen. Bin so stolz auf dich. Erinnere ihn doch jetzt nicht dran. Aber ab und zu muss man doch auch loben. Ich meine, sonst kann man ja nicht, wir können ihn nicht dauernd anmeckern. Das geht nicht. So, und du meinst, Sting, Wart doch mal ab, Mensch. Gleich, wenn ich auf meiner Baustelle wieder da bin. Oh je. Was ist dann? Dann werde ich mal kurz was zum Besten geben. Oh je, er hat mal kurz gesagt. Nein, das kann ja nichts werden. Ja. Yep. Oh Mann. Ja. Also jetzt fehlt ja gerade 8 Kahn im Wüstenmeer.
Ja, das ist so. Auch keiner gesehen. Wir sehen es alle in deinem Video. Keiner gesehen. Wir werden es alle sehen. Und wenn dein Video zwischendurch kurz schwarz ist, dann sehen wir das auch. Also tarnen und täuschen musst du noch lernen, Chris. Oh. Boah. Das ist natürlich doof. Welchen Mic baue ich jetzt um? Ach, da. Was verleibe ich mir denn jetzt? Dann machen wir das so. Da brauchen wir noch ein paar von denen. Ich bin wieder hier. Meinen Revier. Moment, wo war meine Hacke? Wo ist mein Schwert? Wirklich weg. Aber er ist bald weg. Hab mich ja nur versteckt. Weg ist er wirklich gleich. Aha. Bin wieder da. Nicht mehr lang. Noch immer eins da. Oh Mann. Bin ein Star, Hilfe holt mich heraus, oder wie? Ja, so ungefähr. Ja, hier wird dich keiner befreien. Vergiss es. Alle herzlos hier. Genau. So, das Examen angebunden. Hey. Dann kannst du jetzt gleich mal, Jetzt kann ich mich austoben und zu Anubis, ja. Dann kann ich ihn... Kunst bewundern. Auch wenn sie noch nicht fertig ist. Oh. Oh, das sieht cool aus. Der Boden schaut cool aus. Hm. Was ist das für einer? Das ist... Material 42, das findest unter den, weiß gar nicht, Pflasterstein oder Ziegel, glaube ich. Okay. Schaut super aus, ja. Ah, schaut her, da gehen wir gerade unter Sand und da hat der Wolframerz nicht abgebaut. Ja, das wollte ich da hängen lassen. Das war da ist er irgendwie, hat er da eine Kurve gemacht? Also, gesagt, dass wir ihn gerade bauen, das ist ein Eisen, oder? Ah, doch, das könnte Eisen sein. Na, Schnur gerade bauen? Du hast ja sogar schon eine Abzweigung. Achso, da geht's nach oben. Okay. Ja, da ist eine Glasplatte drin, dass auch keiner von oben runterkurzelt. Ja, danke, sagst du mir das ist das nächste Mal, bevor ich dauernd dagegen rein? Ich wundere mich, warum ich da nicht durchkomme. Ja, da ist Glas. Ich wollte schon draufhauen. Oh, dann hätte ich die ja wieder neu setzen müssen. Ja. Oh, und jetzt? Ja, jetzt bist du am Tunnelende angekommen. Ich will weiter! Jetzt sind wir bei Minute 28. Oh, ja. Das würde heißen, wir sagen bis zur nächsten Folge. Ah, da ist auch noch... Ist da oben auch eine Glasplatte? Ja. Cool. Aber das muss dann oben noch irgendwie wie ein Teich tarnen oder so, hm? Ja, ich muss mal gucken, wie das dann aussieht, wenn ich hier unten die Beleuchtung anbringe. Wie das naja dann oben aussieht. Ja, musst bunte Beleuchtung anbringen. Kann ja cool ausschauen. Aber mal schauen. Ja, also, Anubis, diesen Tunnel kann ich dir nur empfehlen, dir anzuschauen. Aber ich würde sagen, erst in der nächsten Folge. Bring meine Spitzhacke mit. Nein, die lässt du weg. Nur wenn ich dann meine Streitaxt benutzen darf. Wenn er seine Spitzhacke hat, ja. So, aber ich würde sagen, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Wir sagen tschüss, ciao und baba. Tschüssi. Ciao.